damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Ja, zugegeben, um diesen Termin hat sich gestern nicht jeder in der NOA 4 Redaktion gerissen. Um 18.30 Uhr, also genau zu der Zeit, als die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Brasilien gegen die USA spielte, hatte die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein nämlich zu einem Pressetermin in den Plenarsaal des Rathauses geladen. Wir sind aber gerne vorbeigekommen, denn es wurden Migrantinnen und Migranten für die Teilnahme an einem Integrationsprojekt ausgezeichnet, und zwar von Schleswig-Holsteins Innenminister. Um Punkt 18.30 Uhr betrat Innenminister Andreas Breitner gestern Abend den Plenarsaal. Da war in Recife beim Spiel Deutschland gegen USA gerade eine halbe Stunde gespielt. Von der WM-Partie bekam Fußballfan Breitner aber überhaupt nichts mit. Das ist selbstverschuldetes Leid. Ich beklage mich darüber nicht, sondern es gibt auch Wichtigeres als Fußball. Ich bin natürlich für Fußball mit zuständig als Sportminister, bin selbst Fußballer. Insofern hätte ich auch Fußball gucken können heute Abend. Aber ich glaube, die spielen auch ohne uns. Und wir haben heute auch ein wichtiges Thema. Und insofern bin ich gerne nach Norderstedt gekommen. Und zwar, um den 19 Teilnehmern des Teilhabeprojektes Schleswig-Holstein ihre Abschlusszertifikate auszuhändigen. Zuvor hatten sich die Damen und Herren aus 15 verschiedenen Ländern am Sonnabend zu einem der letzten Workshops getroffen. Insgesamt gab es in den vergangenen 2 Monaten davon 11. Die ganze Schulungsreihe steht eigentlich unter dem Motto, wie funktionieren die unterschiedlichen Systeme in Schleswig-Holstein und dann vor allen Dingen, wie kann ich mich daran beteiligen. Also da geht es zum Beispiel beim Thema Schulsystem um Elternbeiräte und Ähnliches, aber auch wirklich ganz konkret um Politik. Was kann ich hier auf der kommunalen Ebene vielleicht auch erreichen, wenn ich mich engagiere? Zu den einzelnen Thementagen hatte sich die AWO immer Experten aus der Stadt eingeladen, wie zum Beispiel Ina Streichert und Martina Braune vom Team Nachhaltiges Norderstedt. Sie legten dabei auch Wert auf ein paar Teamwork-Aufgaben. Gelernt haben die Teilnehmer aber noch viel mehr. Wie funktioniert zum Beispiel Arbeitsmarkt oder mit Sozialversicherungen, Krankenversicherungen und so ganz verschiedene Themen haben wir gehabt und das war ganz interessant. Also ich mache hier eigentlich mit, weil ich das eigentlich ganz wichtig finde, Informationen an Immigranten weiterzugeben. Ich spreche selber Russisch und bin hier eigentlich auch gewachsen und ich finde das immer, man hat zwar viele Informationsstellen, aber es ist schon besser, vielleicht das auch in der Muttersprache mal zu hören. Ich habe selber Verwandte, Bekannte, die sich in vielen Dingen nicht auskennen, wo man da hilft und da will man dann auch vielleicht anderen Menschen auch helfen. In Norderstedt wurde das Teilhabeprojekt bereits zum 3. Mal durchgeführt. Dieses wird vom Innenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit 100.000 Euro gefördert. Wir unterstützen gute Projekte, die die Integration fördern. Dieses Teilhabeprojekt der AWO ist besonders gut, weil hier Migrantinnen und Migranten besonders geschult werden. Sie gehen dann auf ihresgleichen los, sprechen mit denen, helfen ihnen, teilzuhaben an unserer Gesellschaft, bei Vereinen, bei Verbänden, in Behörden. Und das ist einfach eine gute Sache und sowas muss man unterstützen und gelegentlich dann auch persönlich. Die Teilnehmenden waren mit großem Engagement dabei, haben wirklich viele Fragen gestellt, haben die Referenten gelöchert. Und ich glaube, es ist einfach ein neuer Durchgang, der auch deutlich sich in der Öffentlichkeit dann anschließend zeigen wird. Allerdings musste Heide Kröger auch noch eine schlechte Botschaft überbringen, denn die AWO verlängert das Projekt in Norderstedt nicht. Es lief zum letzten Mal. Ich persönlich ziehe in Erwägung, das eventuell aus eigener Kraft hier in der Stadt weiter fortzuführen, dann auch im kommenden Jahr, weil ich einfach sehe, dass wie viel passiert bei den Menschen, die teilnehmen und auch bei dem Umfeld, bei den Referenten selbst, aber auch dort, wo eben dieses Teilhabeprojekt wahrgenommen wird. Das hört sich ja ganz so an, als wenn es doch noch eine Fortsetzung geben könnte. Apropos Fortsetzung, die gibt es ja auch für die deutsche Nationalmannschaft, die das Achtelfinale erreicht hat. Nur davon bekam Andreas Breitner nicht viel mit. Ab und zu mal Blick aufs Handy-Display? Mal gucken, ich weiß nicht, ob meine Frau mich versorgt. Die ist mit den 3 kleinen Kindern, glaube ich, auch gut beschäftigt. Mal sehen, irgendwie krieg ich's schon raus. Ja, wir verraten es an dieser Stelle. 1:0 hat Deutschland gewonnen durch ein Tor von Herrn Müller. Viel wichtiger war aber dass Andreas Breitner mit seinem Erscheinen ausgedrückt hat, wie wichtig dem Land der Integrationsgedanke ist.